Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, guten Morgen, es ist Mittwoch. Mittwoch, der dritte Tag vom Urlaub. Wir haben noch den ganzen Mittwoch, wir haben noch den ganzen Donnerstag. Mir tut alles weh. Nachts kamen nochmal die Mücken. Diesmal konnte man sich nicht wehren. Der Sonnenbrand knallt durch, alles tut weh, alles brennt. Man ist total unruhig. Das heißt, erstmal Raid am Mittwoch, Sachen abscreenen und Tee machen. So, heute ist es ganz einfach aus dem Nähkästchen geplaudert. Heute gibt's Rooibos Vanille, der Boss mit einem S. Den nehmen wir hier raus. 5 Minuten Ziehzeit. So, der Tee ist fertig und wir machen sie gestern. Wir holen mal hier die Beutel raus nach 30 Minuten. Legen die hier rein, total sinnlos wieder mal. Füllen mal nach und gucken mal, wie der aussieht. Ich hoffe, die Schüssel platzt nicht. Der dampft auf jeden Fall noch, aber müsste gut sein, so. Aber der ist auch wieder, ich weiß nicht, das hat immer alle so malzige Malzfarben mit Rot. Guck mal, rubinroter Tee, guck dir den an. Sieht das gut aus? Sieht nicht gut aus? Es dampft? Das passt. So, und jetzt müssen wir den Halunken natürlich noch probieren, damit Hals endlich mal frei wird. Mega bitter. Schmeckt irgendwie alles gleich. Wahrscheinlich, weil es einfach immer 3 Jahre zieht, statt 5 Minuten. Und schon schmeckt nichts mehr. Ist bestimmt auch nicht gesund, also. Mach den Tee lieber richtig. Ah, seid nicht wie Ramse. Guten Morgen. Ich bin aufgestanden. Wenn ihr wisst, welcher berühmte YouTuber diese Worte immer nutzt oder sagt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das Gute an dem Zimmer ist oder an dem Urlaub ist, du musst das Zimmer nicht mehr verlassen, um trotzdem einfach chillen zu können. Du hast hier dein Dachfenster, du hast frische Luft, du hast Himmel. Du liegst hier so da, guckst da raus, hast hier nur sowas wie Füße oder Beine, die hier so elefantös rumliegen. Und du liegst hier mit deinem Effekt Grape Mind Mint. Das müssen wir uns ja auch noch holen. Das habe ich letztens mal getestet und das fand ich richtig gut. Deswegen habe ich mir das jetzt im Urlaub nochmal besorgt. Die Limited Edition mit Traube und Minze. So, ich stehe jetzt hier im Bad und mir ist eingefallen, ich habe immer noch mein Essen, was ich gestern eigentlich zum Frühstück essen wollte, also diese Frühlingsröllchen und diese Kartoffeltaschen. Das ist die Badewanne, das sind die Frühlingsröllchen, die haben sich über Nacht nämlich auch geduscht. So, sehen die noch aus, sind die noch gut, wollen wir probieren. Naja. Es schmeckt ein bisschen sämig. Da vielleicht noch eine Soße drauf, ein Dip, irgendwas. Probieren wir mal die Kartoffeltaschen. Das sind jetzt hier unten drunter daneben, da mache ich aber mal eine durch. Eine ganze kann ich jetzt nicht nehmen. Das sieht man schon. Also hier mit so Creme, mit so, keine Ahnung, mit Kräuterquark gefüllt. Auch alles sehr trocken. Also kann man essen, ja, aber ist jetzt beides nicht so. Die Wucht würde ich nicht aus dieser frischen Theke da rauskrabbeln. Dann lieber direkt frisch warm machen aus dem Ofen. Weil das nimmst du ja eigentlich. Es ist richtig kalt. Dann isst das wie ein Salat schnell zwischendurch. Wenn du aus dem Rewe rausgehst zur Mittagspause, kann mir doch keiner sagen, dass man das mitnimmt, um es zu Hause im Ofen warm zu machen. Das ist doch schon fertig gewesen und wurde dann reingelegt, dass man sich das zwischendurch so einverleibt.
Kennt ihr das, wenn Kinder immer irgendwas sehen und unbedingt haben wollen, obwohl sie absolut keinen Plan haben, was es ist? Und dann der Vater sagt, nee, und dann die Mutter sagt, doch. Und dann stehen sie da und dann will es keiner mehr, weil es ja gar keinem schmeckt, weil sie ja nicht wussten, was es ist. So ging es mit diesem Gläschen Guacamole, oder wie Marie liebevoll sagt, Quack-Quack-Mole, ne? Das wird mir jetzt nicht zum Verhängnis, das kommt mir jetzt zugute, denn die Quack-Quack-Mole, Grüße gehen raus, passt richtig gut zu diesen komischen Frühlingsröllchen. Guck dir das mal, ach, na toll. Naja, das war wieder ein Schuss in den Ofen. So, folgt mir für mehr Rezepte. Hey! Ich sag doch, die Donau ist ein Baggersee. So, warte mal. Damit ihr seht, dass auch Sonne ist, ne? So, ich hab mich so verbrannt an den Schultern. Ich habe jetzt, weil wir heute am Mittwoch mal in die Stadt gehen wollen und die Stadt angucken, habe ich beschlossen, jetzt mein T-Shirt auszuziehen und mir so umzuhängen. Wenn du am Strand so rumläufst, dann kannst du auch durch die Stadt so laufen, oder nicht? Bierbauch am Start, Trinkerhut am Start und der Hut, jetzt habe ich gerade gefragt, ob man den auch käuflich erwerben kann, so als Souvenir, so als Andenken, hat er mir geschenkt. Hat er gesagt, kannst du behalten, schenke ich dir, geht aufs Haus. Finde ich richtig genial. Wir sind jetzt am Start, wir wollen jetzt in die Stadt. Da hier, der hat schon wieder keine Mütze auf. Wollen wir gucken. Marie hat ja Erspartes dabei, ob sie einen Spielzeugladen findet. Wir gucken mal, was es sonst noch so gibt. Also Mittwoch ist heute Stadttag in der Donau. Wörth, 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 Stadt. So, guckt euch doch mal dieses schöne Denkmal an hier. Mit einem Krebs, einem Flusskrebs. Manche sagen, ist das nicht ein Hummer? Nee, das ist ein Flusskrebs wahrscheinlich. Die sind ja auch so fett und lang. Das ist entstanden wegen dem Hotel Krebs, was abgerissen wurde und jetzt ein Fachärztezentrum Maximilium entstanden ist. Und das sieht richtig gut aus, weil das ist eine Arena und drei Stops noch daneben. Das heißt, ihr könnt euch hinsetzen, Lokmodul-Party machen. Oder wenn ihr mal wieder beim Arzt sitzt und es länger dauert, einfach Lokmodule an, fertig. So, hier habt ihr einen schönen Brunnen, hat Sandra gerade gesagt, mit dem Gitterhead, ne? Warum Gitterhead? Das ist nicht der hier unten, ist der da oben. Der hat eine Gitter als Kopf und deswegen ist es der Gitterhead. Klingt wie Badesalz. Ach, da kommen schon die Nächsten, ich muss weg. So, hier habt ihr schöne Brunnen Nummer 2, laut Sandra. Der ist halt ohne Köpfe, ne? Also da sehe ich zwar drei, aber trotzdem, die gehören da nicht zu. Und guck mal, da kannst du dich sogar hier draufsetzen und die Beine in die Mitte packen. Ist Platz für alle. Das ist jetzt die Geburtstagslocation, die ändert sich jeden Tag wieder ein Stück. So, da seht ihr die Mädels beim Frühsport. Man beachte Sandras rotes Bein. Guck mal, wie sie immer hin und her schägert. War da ein Insekt dran? Ja, Mann! Oh, ja! Oh. Du kannst schon schneller laufen. Okay. Ja, keine Ahnung. So, das war der Sport- und Fitnesspark. Da könnt ihr euren Stuhlgang trainieren, wenn ihr auf dem Klo hockt und dann das alles rauskommt. Das mache ich jeden Tag, deswegen habe ich auch so eine gute Durchblutung. So, wir haben den nächsten, wie würde Sandra sagen, schönen Brunnen gefunden. Ach, Schönbrunn, ist das nicht eine Stadt? In Thüringen, der ist auf jeden Fall auch chillig mit Wasser, aber es haben Brunnen irgendwie so an sich, glaube ich. Die anderen suchen gerade Postkarten. So, Marie war wieder ganz schlau unterwegs, hat den nächsten Kaugummiautomat gefunden. Und wie immer muss sie sich ja jeden Kaugummiautomat reinziehen. Da ist ein Würfel drin gewesen, ein Glaswürfel. Den wollte sie unbedingt haben. Hat jetzt 2x 20 Cent rein, hat zwei Kaugummis gekriegt. Aber die möchte sie nicht. Muss ich die halt jetzt essen. Ein links, ein rechts, ne? Und so läuft man jetzt rum. Entschuldigen Sie, haben Sie da? Da redet man gleich ganz anders. So, das müssen wir auch mal abfilmen, dass ihr das mal gesehen habt. Ne? Und sind auch Enten. Seht ihr die Enten? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ganz auf die Seite runter hier ist auch gleich ein Café. Ne? Haben schon gesehen, dort ist auch Eis. Wir sind jetzt irgendwie direkt in Marktgegend.
So, da haben wir wieder einen schönen Brunnen, würde Sandra sagen. Guck mal, der Sack, und der zieht da an dem Sack. Und wenn ihr jetzt hier euch rumdreht, nach da lauft, sieht das von hinten noch lustiger aus. Der sich so halb bückt und der da so, ah, oh, hier, Hilfe. Das ist hier Donau. Burs. Was macht ihr denn da schon wieder? Hier ist eine Trinkwasseranlage. Da kommt dann das Wasser raus und pingelt Jonas in die Hand, ne? Das findest du gut. Das können wir zu Hause auch mal machen. So, kennt ihr noch die Tunga in Donauwörth? Kannst du hier einfach deinen Kopf ranhalten. Das sind die Tunga. So sieht das aus, immer für Erfrischung. Grüße an Ismo an der Stelle. Aber eigentlich sollst du es ja trinken. So, wir sind jetzt hier in so einem Spielzeugladen. Rufus oder so heißt der, glaube ich, keine Ahnung. Aber kennt ihr Snackless-Teile? Kennt ihr Snackless, diese Kuscheltiere? So wie das hier. Die gibt es halt in klein, in mittel, in groß. Und jedes Ding hat immer seine eigene Süßigkeit dabei. Das hier hat einen Chupa Chups, ne? Das hier hat Mentos, Mentos Mint dabei. Das gibt's hier auch noch mit. Das hat hier einen Petspender oder so. Das hat hier irgendwie so Dragees. Hier, der hat sogar eine Pringles-Packung. Guckt ihr den an. Aber der coolste ist hier oben. Nicht nur, dass das aussieht wie ein Feuer-Pokémon. Es hat auch noch eine Chicken-Flavor. Ramen, Nudelsuppe am Start. Das ist cool. Wenn das jetzt ein Samyang-Tütchen wäre, hätte ich das genommen. Hupsi hat schon mal gesehen, es gibt von den kleineren aber eins, das hat eine Tabasco-Flasche. Das ist auch cool. Oh, jetzt habe ich den Boss gefunden. Guck dir den an. Das ist Sandra ihrer. Mit dem Sub, mit dem 30 Food Sub. Deins? Ja gut, dann hier. Bitteschön. So, und wenn ihr jemanden gar nicht mögt, dann schenkt ihm einfach so ein hässliches Ding hier. Guck mal, Ninja Turtle. Aber der hässlichste kommt hier hinten. Obwohl, warte mal, eigentlich sieht er süß aus, oder? So sah Sandra gestern auch aus, als sie die Sprite mit Wodka probiert hat, hat sie auch so geguckt. Ja, da freut man sich doch, wenn man sowas geschenkt kriegt. Hier haben wir wieder was für Bierschanga. Die sammelt doch immer die ganzen Pokémon-Plüschtiere. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen, dass es Arcani gibt oder hier Wolli oder irgendwas. Und, pass auf für Lennart. Der Lennart, der hat doch so ein komisches Pikachu. Das kommt ziemlich nah ran. Guck, wie freundlich es guckt und wie breit und dick es ist. So, wir haben uns jetzt entschlossen, Jonas auszutauschen. Haben was anderes Oranges gefunden. Das frisst weniger, das scheißt weniger. Das ist handlicher. Das ist das. Guck doch mal, wie süß aus, auch Orange. Jonas! Wir bewahren es auf für ihn. Wenn er nicht spurt, wird er ausgetauscht. Der Satz ist da. Und was hast du da Feines? Ein Wolf. Ein Wolf mit einem Sub. Ach, den kenne ich aber irgendwo her. So, wir sitzen jetzt hier im Grill Roma. Ja, hier mitten an der... Guck mal, ist schon wieder die Donau am Start. Irgendwie verfolgt die uns den ganzen Tag. Wir wollen jetzt hier Pizza essen und ich habe mir Bier rausgesucht. Und zwar, was ich gar nicht kenne, ist Nördlinger Helles Lager 0,5. Das ist das hier. Guck mal, wie schön das aussieht. Schön helles Lager. Pupsi möchte mal probieren, hat sie gesagt. Ich lasse dir mal den Vortritt. Da kannst du mir dann gleich sagen, wie es schmeckt. Bitter, aber schön, ja, bissle bitter, aber schön kühl. Hauptsache es ist kühl, da könnt ihr auch hier Kühlmittel trinken, das passt aus, auch kühl dann. Ja, es ist kühl, sie sagt ein bisschen bitter. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, bitter. Ich finde es auf jeden Fall sehr angenehm im Geschmack. Aber weil ich noch was nicht kenne, habe ich gleich noch ein zweites bestellt. Und zwar gab es neben Nördlinger Helles Lager verschiedene Biere der Marke Rieser. Leichtes Hefeweizen, dunkles Hefeweizen, alkoholfreies Weizen. Also habe ich natürlich gleich noch dunkles Hefeweizen bestellt von Rieser. Was steht da? Fürst Wallerstein. Das kannst du auch mal probieren. Dann werden wir sagen, welches besser ist. Also das erste fand ich trotzdem angenehm zu trinken. Bittere habe ich schon viel Schlimmeres. Ich bin ja immer der IPA-Profi, der immer sagt, trink kein IPA, das ist einfach nur Spülmittel. Was? Das ist nix? Pupsi sagt, das erste besser. Probieren wir mal das. Das ist Hefeweizen. Eigentlich müsste das immer wie Banane schmecken, obwohl gar keine Banane drin ist. Und dann auch noch als dunkel, ne? Das halt da diesen besonderen Hefe-Weizen-Nachgeschmack. Ne? Du musst gar keine Ahnung haben, du musst einfach nur die Worte
wiederholen, was das eigentlich ist. Schon klingt es, als wärst du Mann vom Fach. Was ich jetzt aber zu essen bestellt habe, ist, pass auf, Bubsi hat gesagt, sie will Pizza essen. Sie hat mir empfohlen, die Pizza Donau zu nehmen, weil wir ja hier an der Donau sind. Mit Salami, Vorderschinken, Paprika, Peperoni, Artischocken, Champignons, Eisadellen, Oliven. Das ist so viel, das überlappt sich hier sogar schon. Aber ich habe die Pizza Grill Roma. Das ist die Hauspizza. Der Namensgeber mit Bechamelsoße, Salsiccia, Vorderschinken, Gorgonzola, Mozzarella, frischen Tomaten, Rucola und Parmesan. Gleichzeitig hieß es, weil ich die extra scharf wollte, hier gibt es noch scharfe Soße. So, was wird das jetzt hier sein? Sieht eigentlich aus wie Chiliöl wahrscheinlich. Weil das ist ölig. Hier ist so Zeug drin. Müsste Chiliöl sein, dass du dir die Pizza selber dann würzen kannst. Sind wir mal gespannt, wie die aussieht. Grill Roma hier, Donauwirt, Hindenburgstraße 34. So, das habe ich auch noch nicht erlebt. Sandra hat ja gesagt, wir wollen uns die Pizza teilen. Jetzt hat jeder wirklich eine halbe Pizza bekommen. Guckt euch das mal an. Hier eine halbe Pizza auf dem Teller. Marie, eine halbe Pizza auf dem Teller. Das finde ich gut. Das ist meine hier, so mit ein bisschen Grünzeug, mit ein bisschen Käse drauf. Und ich habe noch das Öl zum Einheizen. Also, das ist jetzt das Mittagessen für heute. Und mir ist warm, es brennt, es drückt, es tut weh. Ich brauche dann irgendwie... So, wir sind jetzt raus. Das heißt, das T-Shirt ist auch wieder aus. Pupsi hat drauf gestanden, dass ich das anziehe drin. Ich muss sagen, die Pizza war wirklich mega lecker. Richtig genial. Ich habe mir ein bisschen von dem Öl drauf gemacht, aber Sandra hat so einen kleinen Löffel Öl gehabt und gesagt, ach, ist das scharf. Ich habe gesagt, ich merke nichts. Da musste ich mir immer so 2-3 Löffel Öl drauf machen, damit das richtig schön würzig ist. Aber dann war das so viel Öl, einfach nur, du konntest nicht die ganze Pizza mit 10 Liter Öl essen. Also das Öl zum Würzen ist halt nicht meins, muss ich sagen. Das ist meine Schwachstelle. Ich esse gern scharf, aber nicht so mit Öl. Außerdem war die sowieso schon ölig und fettig. Ich glaube, die haben von Haus aus sowieso schon ein bisschen Öl drauf gemacht. Waren nämlich immer so rote Schmierstellen, die runtergelaufen sind. Wenn du reingebissen hast, ist es hinten rausgetropft. Dann war der auch so Peperoni-Salami drauf, die auch immer mega fettig ist und rumgetropft hat. War der Brunnen vorhin auch schon an? Da müssen wir jetzt hin. Wir sind wieder an der Trinkwasserquelle. Das heißt, nochmal draufdrücken, Strahl raus. Und nochmal einen Kopf neu halten. Oh, richtig schön drüber. Über alles. Ah. Jonas! Jonas, Schatz! Guck mal! Teddy muss Bibi! So, ich weiß nicht, was das ist, aber hier mitten in der Stadt steht einfach so ein Liegestuhl. Da legst du dich drauf. Guck, hier sind die Füße, da ist die Kreuzung, da ist die Ampel. Dann liegst du hier und kannst den Verkehr beobachten. Was hat das für einen Sinn? Fragen wir mal den Kollegen. Guck mal, die gucken auch schon. Hab noch Zuschauer bekommen. Nein, aber was ist das? Guck, jetzt stehe ich hier auf. Da ist einfach hier so ein schwarzer Liegestuhl mitten in der Stadt. Guckst dir die Kreuzung an. Aber ist eine Falle, hab mich angelehnt, gleich Rücken verbrannt. Weißt du, wie heiß das ist? Schwarzer PVC, Kunststoff, Plastik. Au, aua, au. Ne? War nur 2 Bier. So, was ich jetzt richtig genial finde, wir waren ja letztens hier in so einem Getränkemarkt und haben gefragt, ob es irgendwie Bier gibt aus der Donau-Wörther-Brauerei oder sowas. Es muss doch jemand im Brauhaus gegeben haben. Hab doch in der Unterkunft hier Flaschen gesehen, die ausgestellt sind, dass es hier wie in Hessberg mal eine Brauerei gab. Gab's aber nicht. Gab's nicht, ist nichts bekannt. Ein Fall für X-Faktor, das Unfassbare. Sie glauben, die Geschichte ist wahr, alles nur Attrappe. Jetzt haben wir in der Unterkunft hier aber einen Kühlschrank unten stehen. Und man kann ja Bier in diese Verbrauchskarte eintragen. Und guckt mal, was hier drin ist. Hier habt ihr zum Beispiel Naturradler von Herzfelder. Daneben habt ihr Hanf-Biermix von Herzfelder. Dahinter habt ihr Herzfelder helles Bier. Das ist wieder was für ein Hannes. Herzfelder helles Bier. Was ist Herzfelder überhaupt? Ich muss mal das Ding kurz zumachen. Ich hatte nämlich eben schon gepiept. Mein Hut, den ich aufhab, der mir jetzt ja geschenkt wurde, ist auch von Herzfelder.
Familienbrauerei Halt. Also das hat schon dann irgendwas vom Urlaub so, von hier. Was haben wir aber noch? Wir haben hier noch Tucher, ist hier noch dabei. Tucher Reitbräu, alkoholfrei. Oh, das kannst du gleich wegpacken. Dann habt ihr hier noch ein Klosterbier Braun nach traditioneller Rezeptur. Das kann auch weg. Noch ein Tucher Hefeweizen, alkoholfrei. Also alles, was Tucher ist, ist alkoholfrei. Hier habt ihr Herzfelder Familienbrauerei Halt Pilz, feinherb. Und dann haben wir es gefunden. Guckt ihr das an. Donauwörder Brauhaus, helles, untergärige Bierspezialität, 5,0%. Das muss man sich eigentlich mal nehmen, weil das ist eine Legende. Donauwörder Bier. Ich stelle es aber nochmal kurz rein. Wenn ich will draußen nochmal gucken, da ist ein offizieller Schrank, wo man sich Getränke rausnehmen kann, ob da noch was anderes ist. Ansonsten packe ich das auf die Verbraucherkarte, kostet dann 3 Euro aus der Donauwörder Brauerei. So, hier ist der offizielle Getränkeschrank, von dem ich geredet habe. Und wenn ich hier reingucke, sehe ich sogar noch was, das stand vorne nicht dabei. Das ist hier der Geuss. Ihr seht hier schon die Ziege drauf, wie bei der Geuss-Maß. Ja? Bier, Mischgetränk aus 50% Bier, 50% Cola, Kirsch, Limonade. Also das ist wie a Geuss-Maß oder wie ich a Goss gesagt habe, aber halt nicht als Maß, sondern als Holbe. Der spritzige Party-Mix aus Bier und Cola mit Kirschgeschmack in der Flasche mit a Geuss drauf. Das wäre cool, das würde der Hannes bestimmt feiern. Aber ich brauche ein richtiges Bier, hier haben wir noch was Besonderes. Hier haben wir nämlich nochmal Landbier, auch von der Donauwörder Brauhaus Landbier Kades Mexle. Aber ich muss das normale nehmen, ich muss das helle. Das helle, weil Hannes ist der helle Experte und Mexle, das ist ja wieder so ein komisches Würfelspiel. Und das ist auf jeden Fall lauter besonderes Zeug. Das könnt ihr euch halt hier nehmen. Auch Limo, wie gesagt. Hier unten sind nochmal... was ist das? Da ist nochmal Tucher. Hefeweizen. Hier sogar Gutmann. Gehst du naus? Hier ist Gutmann. Das ist hier was für ein Fahrer. Gutmann. Hefeweizen. Hier habt ihr nochmal das Hanfbier auch drin. Und hier ist auch das helle vom Donauwörder Brauhaus. Da werde ich mir jetzt eins nehmen, aber natürlich das Gekühlte. So, jetzt haben wir das Ding hier natürlich eisgekühlt. Ihr seht es ja, wenn du mit dem Finger hier lang gehst, das schmiert alles ab. Das müssen wir jetzt noch aufmachen. Da hängen wir es mal kurz hier dran. Da ist es auf. Den heben wir aber auch wieder auf. Und dann könnt ihr euer Helles genießen in der Badetonne mit den Füßen. Dann gießt ihr die Gartenzwerge oder euch selber. Boah. Und trinkt euer Helles oder die Gartenzwerge gießen euch. Da fährt schon wieder ein LKW vorbei. Darauf wär's mal ein Helles. Oder wer es gern etwas privater möchte, der geht hier rein. Dreht hier mal den Hahn auf, ne? Guck, du drehst da. Und dann hast du da einen Topf. Und dann kommt noch das Wasser raus für die Dusche. Und dann genießt ihr euer Helles unter der Dusche. Ah. 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 Oha, jetzt habe ich gerade noch was entdeckt. Hier ist so ein Knüppel, ne? Wenn du den nimmst, machst den so, dann schiebt das hier den Hahn raus aus dem Topf. Das heißt, du hast dann hier keine Dusche, wo das einzeln raustropft, sondern du drehst das auf.
Und da kommt hier einmal komplett das Wasser raus. Dann kannst du dich auf jeden Fall auch abkühlen, abduschen, abbrausen. Dann ein bisschen sonnen, dann wieder abkühlen, dann ein bisschen sonnen, abkühlen, Schatten legen, Bierchen trinken, Füße ins Wasser, chillen. Du musst gar nicht an den Stausee. Du staust einfach hier. Oh. Und wenn man dann doch mal den Ausblick auf die Donau genießen möchte, wenn man hier so am Rand sitzt, auf dem Stühlchen, ne, mit dem Tischchen, mit seinem Bierchen, um die ganze Donau zu betrachten und es dann zu heiß wird, dann hast du trotzdem deinen Bediensteten mit der Gießkanne und der kühlt dich einfach ab. Und so genießt du dann dein Helles, genau. So, ganz normaler Tag an der Donau, sitzt du hier, chillst in der Sonne, beobachtest die LKWs, wie die hier rückwärts einfach lang fahren. Guck dir das an. So sieht das dann aus. An der Donau. Jetzt ist der Stabi kaputt. Och Mann, jetzt ist die ganze Aufnahme versaut. So im ganzen hellen Wassertrubel hätte ich fast vergessen. Wir wollten doch nochmal Tee machen. Jetzt guck dir hier die Box an. Wenn wir die Box öffnen, haben wir jetzt als nächstes hier Basenkräutertee. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Der geht mit. So, der Tee ist fertig. Diesmal Kräuter. Wir machen es wie immer. Wir nehmen die Teebeutel raus. Die sind schön grün. Packen die in die Schüssel, ne? Und füllen den Tee hinterher in die Schüssel. Macht gar keinen Sinn, sagt ihr wieder. Das ist Tradition, sag ich. Jetzt hast du eine schöne Hühnerbrühe. Guck dir das doch mal an. Die anderen sahen alle gleich aus. Die waren so richtig rot, feurig, rostbraun. Der sieht aus wie Jalapeno. Wie hier, ne? Sieht doch gut aus. So Tabasco, grünes Tabasco. Den müssen wir aber jetzt noch probieren. So, der Tee ist fertig. Wie gesagt, schön grün. Probieren wir mal. Schmeckt herrlich angenehm, schmeckt aber eigentlich, weiß ich nicht, wie ein Pfefferminztee einfach nur. Wie ein richtig milder, süffiger Pfefferminztee. Also davon könnte ich noch eine Schüssel vertragen. So, ich sitze jetzt nochmal draußen, denn ich habe ja meine Tradition, jeden Abend noch 2 Bier zu trinken aus dem Getränkemarkt. Wenn man das mal rumdreht, seht ihr das? Es regnet gerade, es ist ein bisschen windig, es regnet, es gewittert, es donnert ein bisschen, aber du kannst dich ja trotzdem hierher setzen an deinen Biertisch. Eigentlich kannst du dich auch da draußen hinsetzen. Ich glaube, eins mache ich jetzt hier auf, eins mache ich draußen auf im Regen. Und zwar habe ich, pass auf, Verwechslungsgefahr. Du hast einmal hier dieses Ustersbacher Urhell und das andere ist das Unterbarer Hell. Ustersbacher und Unterbarer. Also, es klingt so ähnlich. Wir fangen mal mit dem Roten an. Also ganz normal hier Stopfen drauf. 4,9 Urhell Undersbach Bier. Wie findet ihr das Etikett? Schreibt es mal in die Kommentare. Das wollen wir jetzt mal hier aufmachen. Mal probieren. Ich habe mir extra so einen schönen Öffner von drin mal genommen. Zack, euch mal auf den Tisch gestellt, Bier mal aufgemacht, dann mal kurz eine Kostprobe. Oh, das brennt ein bisschen. Also das ist ein bisschen unangenehm zu trinken, finde ich. Das ist, oh, das bitzelt total. Das ist ein richtig chemisches Bier mit, keine Ahnung, ist halt urhell, ne? Aus der Privatbrauerei seit 1605. Hell ist Hannes, urhell ist nix. So kannst du dir das merken. Wenn ihr das schon mal probiert habt, schreibt es in die Kommentare. Ustersbacher Urhell. Eigentlich müsste der Hannes die ganzen Biere kennen.
So, und das Zweite, ich habe es euch versprochen, diesmal draußen. Die ganze Bank ist nass und schwimmt. Jetzt ist der Bob ist auch wieder nass. Ich zeige es euch aber nochmal. Das Helle hier, wunderbarer Original Hell. Das haben wir auch am Start. Das machen wir jetzt auch mal auf. UB. UB? Sagt mir was. Nee, HB ist das andere. Das HB-Männchen vom Rauchen. Das machen wir mal auf. Das nehmen wir mal ran. Da probieren wir mal einen Schluck. Das schmeckt irgendwie fast genauso wie das andere. Aber es bitzelt nicht so sehr. Es brennt nicht so auf der Zunge. Also ich glaube, das ist angenehmer zu trinken. Wunderbarer, original, hell. Und vor allem ist es ja eh wieder gelb. Gelb ist sowieso gut. Gelb ist besser wie rot. Fehlt nur noch blau, aber gelb toppt auch blau. So, dann liegst du da mit deinem Bier in der Hängematte wie so eine Kackfolie. Und nebendran geht die Welt unter, aber du bist gut eingedeckt. Guck dir mal die Hängematte an. Das ist doch ein richtiger Hängesack. Hier einfach zudecken. Fertig. Das Raupi der Neuzeit ist geboren. Hier unterm Dach bist du geschützt. Da hängen noch zwei Säcke. Da geht auf jeden Fall einiges hier. Aber ich habe noch mein Bier. Bier! So, mittlerweile in der Wanne angekommen. Und ich muss wirklich sagen, es ist so eine geniale, schöne Unterkunft. Es ist jetzt hier alles Licht aus und so. Brauchst du gerade nicht. Es ist noch hell genug. Es regnet noch. Und guck doch mal, wenn du hier liegst, der Ausblick. Ich weiß nicht, ob ihr das so richtig seht. Es ist ja alles hier Dachschrägen. Hier hast du ein Dachfenster. Du liegst so in der Wanne. Du hörst den Regen auf das Dachfenster plätschern. Du kannst durchschauen und siehst die Wolken. Es ist jetzt halt alles total grau, weil es ja regnet. Regenwolken sind da. Aber wenn du hier liegst, dann hast du einfach so einen richtig schönen blauen Himmel mit einer weißen Wolke, die vorbeizieht. Das ist doch richtig genial. Ich hoffe, man sieht das irgendwie, dass da draußen der Himmel ist und du den Himmel beobachten kannst. Das ist auf jeden Fall richtig chillig. Da könnte man den Test machen noch mit der Beleuchtung, dass ihr seht, wie gemütlich es hier aussieht. So, jetzt habt ihr hier noch dieses kleine blaue Fenster an. Wie gesagt, das machst du an, das leuchtet in den Flur rein, das leuchtet auch ins Bad rein abends. Kleines, dämmeriges Licht, auch richtig chillig. So, und jedes Mal hatte ich mir vorgenommen, im Urlaub Samyang-Nudeln zu machen, wenigstens einmal zu essen. Bisher hat es nie geklappt, ich habe auch nie welche mitgenommen. Jetzt habe ich ja welche mitgenommen. Deshalb muss es ja klappen, ich muss mir nur was suchen, wo ich das machen kann. Habe jetzt hier den Topf, habe gedacht, okay, hier ist Wasserkocher, knallst du mal da drüber. Zwei Packungen von den Rosé, das wird schon passen. So, eigentlich wollten wir heute irgendwie in so ein Burgerhaus gehen zum Armbrot, aber irgendwie war die Auswahl doch nicht so besonders. Dann hat es auch angefangen zu regnen die ganze Zeit, jetzt war es eh schlechtes Wetter, deswegen haben wir das abgesagt. Ich habe jetzt die Möglichkeit, also mir Samyang-Nudeln zu machen. So, ich habe jetzt auch kein Nudelsieb gefunden. Das Einzige, was ich habe, ist das. Das ist bestimmt kein Nudelsieb, denn die Löcher sind so groß. Da würden die Samyang-Nudeln, wenn sie richtig liegen, einfach durchfliegen. Vielleicht ist es für Klöße oder irgendwas, aber wer macht hier Klöße im Urlaub? Ich habe keine Ahnung. Wir schütten das jetzt einfach hier rein. So, dann müsste das Wasser ja trotzdem raus sein. Und dann pass auf, dann schütten wir es einfach zurück. Und das ist das ganze Samyang-Prinzip. Ach du meine Güte. So. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir die Soßen noch hinzugegeben haben, plus das Bacon-Pulver. Und so sieht es dann aus, wenn es komplett verzehrfertig ist bei 100%. Jetzt warte ich auf meine Premiere und dann werde ich das dazu essen. So, da gucke ich jetzt die Premiere mit Chat. Hier habe ich meine Samyang-Nudeln. Hier seht ihr mich, wie ich jetzt Samyang-Nudeln esse und Premiere schaue im Urlaub. Das ist übrigens gerade das Grape Mind, was ich jetzt hier auch im Kühlschrank hatte, schon eins probiert habe, eins gegessen habe und eins habe ich jetzt noch übrig.
Das heißt, bis ihr das Video seht, ist ja die Premiere, dass ich es überhaupt schon mal probiert habe da. Und dann passt das auch, weil ich ja hier sage, das habe ich schon mal getestet. Und jetzt sehe ich gerade, wie ich es schon mal getestet habe. Während ich hier noch meinen ganzen Napf mit Samyang-Nudeln habe. Wir wollen jetzt mal aufmachen. Wir wollen jetzt mal probieren. Ich bin ja jemand, der trinkt gerne hier dieses... Grape-Soda, beziehungsweise habe ich mich da schon wieder übertrunken, das war am Geburtstag. Letztes Jahr war das erste Mal, dass ich Grape-Soda direkt in der Dose entdeckt habe. Thomas Schuld, der hat das gesehen im Teegut. Na, ich habe das mal probiert, seitdem habe ich das immer öfter probiert. Boah, das Rosé ist so gewöhnungsbedürftig, wieder mal durch seinen Schinkengeschmack. Aber irgendwie so fett und so voll vom Geschmack auch wieder. Was ich jetzt einen richtig dicken Vorrat habe. Ist überall auch irgendwie ausverkauft gewesen. Und jetzt habe ich das gesehen, was auch wieder mit Grapes ist. Also irgendwo ist ein kleiner Anhang tendenziell so eine Schiene. So! Entschuldigung, das musste aus. Mein Ohr, au. So, heute ist Donnerstag, der letzte Tag, also eigentlich der vorletzte Tag, aber dann vollwertiger Tag, an dem man was macht, weil am Freitag macht man ja nichts, da fährt man ja nur zurück. Das heißt, es ist früh, wir wollen Frühstück machen und ich muss mir wieder Tee machen und merke gerade, ich habe mich total verkalkuliert, denn ich habe doch die super Teebox. Habe gedacht, das passt ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, aber Freitag hast du ja gar keinen Tee mehr. Das heißt, ich muss für heute mir zwei Sorten suchen. Wir fangen an mit dem roten Früchtetraum. Das sieht gut aus, der muss auf jeden Fall her. Dafür lasse ich den Pfefferminz aus, denn der Basenkräutertee hat ja gestern schon nach Pfeffi geschmeckt, deswegen brauchen wir den Pfeffi nicht. Für heute Abend gucke ich dann einen von den zwei, aber jetzt erstmal Früchte drauf. So, der Tee ist jetzt fertig, wir nehmen mal wieder die drei Beutel hier raus, guck dir das an. Gestern, ne vorgestern, irgendwann, auf jeden Fall war immer alles rot, rostbraun oder so, gestern hatten wir den grünen Jalapeno-Tee, so sah der aus. Heute kommen wir zurück zum Rot. So, ob das jetzt fruchtig schmeckt, das muss ich mir mal angucken. Das sieht doch aus, wie wenn sie in Hessberg damals immer bei der Metzgerei geschlachtet haben und das Blut kam immer aus dem ein Rohr raus und ist immer in den Bach reingelaufen und da war der Bach, sah genauso aus wie das jetzt. Also eigentlich haben die immer nur Früchtetee weggekippt. Das ist die ganze Geschichte. So, da sieht man auch wieder die LKWs frühs vorbeifahren, pünktlich wie die Maurer, ne? Also wie ein Huhn, wie die Morgensonne, wie alles. Das weckt dich hier, das ist richtig brutal. So, wir haben aber noch Tee zum Probieren mit Früchten dran. Oh, ich glaube, da fehlt Zucker. Die anderen waren alle schlimm, aber waren ohne Zucker trinkbar. Der schmeckt irgendwie so, als würde einfach Zucker fehlen. Das ist wie Gönnergy. Fehlt auch Zucker. Nach dem zweiten, dritten Schluck gewöhnt man sich vielleicht dran. Also ist gar nicht so schlecht und sieht gut aus. Und einen muss ich noch zum Abend, da muss ich mich aber noch entscheiden. So, da ist ein kleines Gewitter aufgezogen, es blitzt, es donnert, habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, aber es ist immer noch chillig. So, wir wollen jetzt eigentlich in die Stadt mal den Pfand abgeben, was sich da so angesammelt hat. Jetzt ist die Biberloft offen, wir durften jetzt mal einen Einblick in die Biberloft nehmen. Und guckt euch das mal an, wenn man sich rumdreht, sieht aus wie in der Disco. Und hier ist das Besondere, ihr habt ja Betten, die hängen an der Decke, da habt ihr hier eine Treppe, da könnt ihr hochgehen und könnt hier oben euch reinlegen. Das sieht auf jeden Fall auch richtig genial aus. Grünes Licht an der Decke entlang. Hier, das Bett hat sogar Unterbodenbeleuchtung. Also das ist doch cool. Die Betten könnt ihr auch runter machen, hieß es. Ihr könnt euch auch reinsetzen. Hier habt ihr einen Kamin, ne? Ofen, Kamin, wie auch immer. Ihr habt da einen Blick sowieso direkt raus auf die Donau. Nicht von oben, sondern geradeaus hin. Also sieht auch cool aus. Kann ich empfehlen. Richtig genial. So, hier gibt es Relax und Anti-Stress-Nobbenbälle in grün. Müssen wir den aber mal hier rausziehen. Zack, guck, den kannst du nämlich einfach so rausnehmen. Und guck dir den an. Oh, Jonas! Jonas! Jonas!
freut sich aber einer. Und der Stress ist weg, oder? Jonas! So, wir waren kurz den Rewe Pfand abgeben, wie gesagt. Jetzt habe ich gesehen, Gatorade. Gatorade ist doch der Konkurrent von Prime, oder Prime ist der Konkurrent von Gatorade. Gatorade sieht aber ultra hässlich aus. Gatorade ist günstiger als Prime. Tradition müsste eigentlich sein, sich noch mal ein Prime im Urlaub immer reinzuziehen. Ich habe jetzt aber Powerade gefunden, das sollte ich auch noch nicht kennen. Deswegen dachte ich, ich probiere jetzt einfach mal das Powerade mit, glaube ich, Passionsfrucht. Komm, Jonas, wir machen es nochmal. So, wir waren jetzt kurz im Rewe, also da habe ich Gatorade. Oh nee, ich muss schon wieder. So, wir waren jetzt kurz im Rewe. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich als Tradition nicht nur Samyang, du müsstest jetzt mittlerweile auch Prime mitnehmen irgendwo oder wenn du es siehst, einfach nehmen. Hier im Urlaub mal einen Prime gönnen, einen Prime reinziehen. Habe ich nicht gemacht. Gatorade habe ich gesehen. Der direkte Konkurrent von Prime ist günstiger, sieht aber total hässlich aus. Und bevor ich jetzt Gatorade, die Konkurrenz, unterstütze, habe ich mir dieses Powerade geholt. Denn das kenne ich auch nicht. Ich kenne Powerade ja nur in diesen komischen Flaschen, wo du oben immer so einen Drücker noch hast und trinkst. Und vor allem das blaue Powerade ist der Klassiker. Das hat jeder damals gesoffen, glaube ich. Das ist jetzt hier Passionsfrucht. Wie das schmeckt, wollen wir jetzt rausfinden. Weil das ist ja auch so Zeug ohne Kohlensäure und ohne alles. Sieht auch hässlich aus, aber mal gucken. Naja, wie abgestandene Limo, wo die Kohlensäure schon raus ist, da bleibe ich lieber beim Prime. Ist zwar teuer, aber sieht gut aus. Jonas, hier für dich. Tschüss. So, nachdem es die ganze Zeit geregnet hat und jetzt mal kurz gar kein Regen ist, habe ich mir gedacht, für die Dame des Hauses noch was ganz Besonderes. Weil sie ja so gerne das Cola-Bier trinkt hier und hier die Geus, ne, die Geus. Lass es euch auf der Zunge zergehen. Bei der Hafenkneipe probiert hat, ich habe euch gezeigt, dass es hier dieses Bier gibt, was eigentlich richtig cool aussieht auch. Geus, ne? 0,54 mit diesem Ziegenpeter drauf. So, jetzt gebe ich dir mal kurz in die Hand. Nimm das mal, weil, pass auf, hier ist nämlich ein Öffner. Das muss ich jetzt mal hier so öffnen. Zack, dann kommt der Öffner weg. Dann gebe ich dir mal das Glas in die Hand. Und dann pass auf, du willst das einschenken. Meinst du, es wird was, ja? Ah! Dann heißt sie, der schneid's raus, man sieht meinen Bauch. Lass mir einen Schluck drin in der Flasche. So, ist da noch was drin? Nee. Warte mal. Allogal! Allogal, würde der Hannes sagen. Allogal von der Geus. Noch nie gesehen, wo gibt's sowas? Ich habe keine Ahnung, wir probieren mal. Also es war nicht mal ein Tropfen, es war weniger als ein Tropfen. Das schmeckt mega gut, willst du probieren? Cola, Bier, Kirsch. Ich glaube, die Kirsch schmeckt man deutlich raus. Wie eine schöne Kirschcola auf einer Grundlage des Bieres. Du hast es probiert, dir schmeckt's? Schmeckt sehr gut. Ich denke, ich darf nicht probieren. Warte, ich probiere bei der Schrift, wo die Schrift ist. Wir wollen ja heute traditionell nochmal in die Hafenkneipe und da gibt es ein Maß davon, so ungefähr. Aber schmeckt ja so, wenn man es richtig probiert, besser, als wenn man nur aus der Flasche das Stück Luft rausgesaugt hat. Das ist richtig cool, das müssen wir auf die Verbrauchskarte schreiben, leider war nur eins da. Aber das würde ich mir öfters kaufen. Kennt ihr schon Clask, das Spiel für alles und jeden, was so viel Spaß macht? Clask in der Sauna, Clask am Times Square, Clask im Eiswasser. Die Leidenschaft reicht so lang, Leute lassen sich schon Clask auf die Beine tätowieren. Und das ist Clask, sieht aus wie Eishockey, Airhockey. Ihr habt hier einen Magneten, der ist hier dran, damit ihr den hier ziehen könnt. Ihr habt hier Bälle. Und dann müsst ihr gegen den anderen Spieler antreten, ja? Müsst die Bälle in sein Tor schießen. Normalerweise sind hier noch drei Hindernisse, die auch magnetisch sind.
wo man, wenn man zu nahe kommt, die sich hier ransammeln, aber die sind irgendwie nicht da, das ist schon verloren gegangen. Und so bewegt ihr hier euren Stammball hin und her mit der Hand und schießt Tore. Wenn ihr bei euch selber aus Versehen hier so zack im Tor landet, kriegt der Gegner einen Punkt. Wenn ihr die Bälle beim Gegner ins Tor schmeißt, dann kriegt ihr einen Punkt und so weiter. Das ist Klaas. So, fertig, nimm deinen Ball, zack, Klaas. Eins, 1-0. Ah, Mädchen. Ich komme nicht weiter vor. Fast die 2. Keine 2. Haben wir noch 2 da. Geh, pull. 2-0. 3-0. Richtig Klaasken geht nur hier in Donauwörth. Ihr Klaasken ums Überleben. Ich komm nicht hin. Man kann auch immer nur bis zur Mitte, man kann gar nicht weiter vor. Das ist okay, das ist erlaubt. Einfach mal den Kopf verlieren. So. Heiße Phase bleibt aus. Ein ruhiges Spiel heute. Oh Mann, der ist wieder raus. Wenn er wieder raushüpft, ist es auch egal. Da gibt es auch keinen Punkt. Da ist ein Punkt. 5-0, glaube ich. Hab die Kontrolle verloren. 4-0. Das wäre fast die 5 gewesen. Gib mal her, das Euler. Oh, 4-1. An der Ecke immer einsetzen. 4-2. Oder so rum. Mir egal. Fünf zu zwei. Jetzt habe ich es aber. 6-2. Den letzten mit der Hand halten können. Wäre aber verboten. 7-2. Krass aus. Hier kommst du nicht vorbei. Guck dir die Glaswand an. Zack. Na, warte. Wow, fast. Genau, hol den raus aus der Ecke. Solange kann ich noch einen Punkt machen. Muss ich nur versuchen, gezielt den da reinzuwerfen. Spieler von Bord. Ah, Punkt. Im eigenen Haus. 8-2. Glaube ich. Ja. Passt. Theoretisch kannst du auch ohne das schwarze Bändchen spielen. Nur mit dem kleinen Knubbel, das müsste auch gehen. Ha! 9-2. Und? Wo ist die 10? Die kann sich nicht wehren, sie muss sich aufstellen. Heimtückisch den letzten Punkt. Und sie ist selber noch mal rein. Und sie hat ihn wieder raus. Und das ist das 10-irgendwas. Guckt dir das an. Das ist Klaas. Seht ihr das? Was ein Hightech-Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Es ist immer noch Donnerstag. Es war die ganze Zeit vorhin, wie gesagt, Gewitter, Blitz, Donner. Dann hat man sich irgendwie hingelegt, mal Mittagsschlaf gemacht. Jonas, Sandra, schlafe noch. Jetzt bin ich aufgewacht, habe gesehen, die Sonne scheint wieder. Das Fass ist voll. Guck mal hier. Der Regen, es hat die ganze Zeit geplätschert. Unser Fass ist wieder voll und hier habe ich jetzt erst noch, ich habe heute wieder 2 Bier am Start, die ich aus dem Getränkehandel habe. Ich möchte jetzt mir dieses aufmachen, dieses Reichenau Gold Exportbier Westliche Wälder 5,5% Reichenau Gold. So, sieht das gut aus, sieht das nicht gut aus, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr seht hier, guck, die Sonne, die platzt, ne? Die baggern auch schon wieder da hinten fleißig in der Gegend rum. Das heißt, ach komm, wir machen es hier, wir machen es am Fass auf. Ganz traditionell ans Fass ran und dann, ach jetzt ist das Fass kaputt. Wir machen es lieber nicht am Fass auf, weil das Fass ist jetzt nass. Scheiße, da muss ich zurück. Ich hab doch hier den Öffner. So, machen wir es mit dem Öffner auf. Hauptsache mit einer Hand.
Dann probieren wir mal das Reichenau Gold. Das schmeckt auch richtig komisch, ich kann es nicht beschreiben, also noch eins würde ich jetzt aber nicht trinken, das sage ich euch. Mariechen hört Musik oben, die hat gesehen, ich gehe runter, hat gesagt, vielleicht kommt sie dann auch mal, mal gucken. Ansonsten hänge ich mich jetzt, glaube ich, hier raus. So, das Bier ist schon draußen, ich komme mit hier, zack, und nochmal hier, so muss das. Hier habe ich auf jeden Fall jetzt noch ein super geniales Kochbuch gefunden, das Sauna-Kochbuch vom Aufguss zum Hochgenuss. Der sieht richtig genial aus. Ich glaube, wenn der Hannes noch älter wird, dann sieht er genauso aus. Das ist der Hannes. Guck mal, der verschmitzte Blick. Von dem würde ich mir auch gern bekochen lassen. Ne? Also, no homo, aber der hat was. Wie findet ihr den? Schreibt es mal in die Kommentare. Und für den Durchblick sorgt das Fernglas. Noch nie ein Fernglas gehabt. Hier ist eins. Guck dir das an. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe euch nicht, aber ihr seht mich. Das ist genial. Oi, da kommt schon wieder ein LKW. Das sieht richtig gut aus. Seht ihr das? Den hätte ich ohne Fernglas gar nicht gesehen. Zum Glück habe ich das. Perfekt. So, da fliegt was mit dem Sack hin und her. Mittlerweile ist Marie nämlich auch gekommen. Wie gestern spielen wir eine Runde. Wer ist es? Nee, oder wer bin ich? Oder was ist überhaupt los mit mir? Ne, so wird es bei mir heißen. Guck mal, wer die ist. Ob sie errät, wer sie ist, könnte wieder passender nicht sein. Erinnert mich an den Mann vom Kochbuch irgendwie. Aber mal gucken, ob sie es rauskriegt. Warte, nein, du bist keine Frau. Ich will auch mal die Karte sehen. Sie hat ja... Nein. Karte zeigen, die ich habe. Und der Bubi, der ist das. Toll, jetzt wisst ihr, wer ich bin. Aber ihr wisst auch, wer sie ist. Okay, ich bin keine Frau. Okay, bin ich eine Frau? Toll, ja, ich bin eine Frau. Jetzt wisst ihr's. Mein Geheimnis ist gelüftet. Ich bin eine Frau. Zwergs klein wird immer klein. In eine Watt? Na gut. So, vom vielen. Was ist denn schon wieder los hier mit mir? Wird man richtig durstig und deswegen haben wir jetzt hier das letzte Bier. Guckt euch das an. Ich muss es extra in die Sonne tragen. Ich muss es wieder in den Schatten reintun. Guckt es euch doch jetzt endlich mal an. Das ist ein Altmühltaler Gold Export, gebraut von Herrn Breu in Ingolstadt. Hier splattert das Wasser rum. Das ist richtig brutal. Da seht ihr die Natur. Das ist cool. Das fand ich. Das gab es in vielen verschiedenen Etiketten, Farben, Sachen. Das Goldene hat mir am besten gefallen. Deswegen nehmen wir das Goldene jetzt zum Schluss. Plan ist ja, wir wollen heute eh noch in die Hafenkneipe und wollen dann abends nochmal Agois Moas und Arus Moas und Düde Pommes. Weil damit hat es angefangen, damit muss es enden. Ich dachte, das wird nichts wegen dem Wetter. Jetzt ist das Wetter wieder da. 17 Uhr machen die auf. Das soll der Abschluss werden. Ob das passt? Wir probieren mal das Bier. Ich habe eine Frage. Schmeckt so ähnlich wie das davor. Hier, probier mal. Nicht Spaß. Was hast du denn für eine Frage? Wenn die Frage gut ist, schneide ich sie rein. Wenn nicht, kommt jetzt gleich ein Cut. Warum hast du nicht das Marie-Bier genommen, wenn das besonders ist, weil ich ja auch Marie heiße? Weil ich das schon längst gesoffen habe. So, das habe ich nämlich gleich am ersten Tag in mich reingekippt, das Marie-Bendel. Marie-Bendel. Und so komisch es klingt, jetzt hätte ich gern auch nochmal ein Marie-Bendel. Weil das ist, es ist nicht herb, aber es schmeckt so, es ist wuchtig. Es ist wuchtig. Es geht da nahe hier so, opa, opa, macht es hier. Deswegen, Grüße an Hannes und Umba Lumba. Oh, juicy. Marie, weißt du, wie spät es ist? Nee.
Es ist Zeit, dass der LKW wieder vorbeifährt. Juhu! So, hört ihr das? Eigentlich habe ich gerade Minas Moos gehört. Jetzt ist plötzlich drauf Dr. Dorax und Kulmbach. Die deutsche Idylle. Ey, das ist auch richtig chillig. Müsst ihr mal auschecken. Ich glaube, das habe ich im Chill mit Ramses Stream schon mal drauf gemacht. Die deutsche Idylle. So, es ist mal wieder soweit. Ich möchte mir noch schnell einen Tee machen, weil jetzt das Kind ist wach. Das heißt, du musst wieder zur Zivilisation zurückkehren. Ich hole mir jetzt mal hier diesen Grüntee-Zitronengras raus. Jetzt wird Pupsi denken, was war da denn los? Aber das seht ihr dann am Ende. Grüntee-Zitronengras. So, ihr kennt das Prozedere. Drei Teesäcke. Der Rest Tee hinterher. Sieht aus wie Natururin. Einmal eingeschüttet. Fertig. Hey. Jonas ist auch Natururin. Wenn ihr das noch nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Schreibt es in die Kommentare, was auch immer. Was machst denn du da? Kleiner Natururin. Natururin guckt auch immer so, oder? Ist das euch mal aufgefallen? Gerade wenn Natururin grinst in seinen Videos, er sieht immer aus wie ein kleines, frisch geborenes Baby. Baby! So, weil den müssen wir auch noch probieren. Grüntee, Zitronen. Gras. Zitrone ist da. Hat irgendwie was Beruhigendes für den Hals. Geht total klar, finde ich gut. Würde ich sogar noch einen trinken. Und jetzt weißt du was? Du hast Urlaub, du lebst nur einmal. Komm, backst du nochmal 2 Euro hier auf die Verbrauchskarte. Wir haben bisher hier einmal dieses Herzfelder Bier für 2 Euro, das Donauwörther Brauhaus für 3 Euro. Hier ist ein Eis gewesen für Marie für 2,50 Euro. Mit den 2 Euro gönne ich mir jetzt noch was ganz Besonderes, Thema Gras. So, die 2 Euro sind gut investiert für nochmal eingekühltes Herzfelder, aber diesmal Hanf-Biermix. Jonas, was machst du da? Klaust du die Milch? Jonas, nicht die Milch klauen. Komm, wir müssen den Kühlschrank wieder zumachen, dass der Jonas nicht die Milch mitnimmt. Was ist das? Salitos! Ja, ich habe extra mein Ding dabei. Guck. So, und da ist es jetzt. Unser Hanfbier. Pupsi hat gerade probiert, hat mit dem Kopf geschüttelt, gesagt, oh nee, das ist ja gar nichts. Guckt es euch nochmal an. Oder warte mal, guckt es euch nochmal an. Jetzt guckt doch mal hin, Hanf-Biermix, da ist immer die ganzen Jugendlichen, oh Hanf, das muss ich mir gönnen. Und wer Bier trinkt, sagt, was ist denn das für ein Mist? Wir probieren aber mal, ob es Mist ist. Schmeckt wie Tee. Irgendwie, weiß ich nicht, hat so eine Teenote im Abgang, 95% Bio-Bier. 5% Bio-Hanftrunk. Beim Bio-Bier fängt es schon an, beim Hanftrunk endet es. Also, ich glaube, die 2 Euro werden besser investiert in den 0,5er Brauerei-Hutbier. Ne? Weil so habt ihr ja nur 0,3. Und finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Aber guckt euch doch nochmal die Umgebung an. So, da stehst du hier so und wartest immer noch drauf, dass die Hafenkneipe aufmacht für eine Tüte Pommes. Jonas ist auch schon wieder in seinem Element. Der hat extra jetzt Drecksklamotten. Das heißt, diese Strumpfhose ist letztens so dreckig und nass geworden, dass er die immer jetzt nur anzieht, wenn er hier an das Bierfass will. Der sammelt immer die Steine vom Boden auf. Der tut sie hier immer rein, exportieren. Und dann tut er sie irgendwann wieder rausholen und wieder runter. Also das ist der ewige Kreislauf des Lebens, dargestellt in diesem Sinnbild. Guckt euch die Hände an, das sind Arbeiterhände, das sind Steine und das ist Wasser, wieder bis oben hin voll. Danke Jonas für deinen Einsatz.
Kaltwasserschlauch. Das heißt eigentlich, ihr nehmt euch hier mal so ein Stück, ne, und packt das hier mal an den Hahn dran. Zack. Dann nehmt ihr hier die Pistole, zack, und packt das hier mal an den Hahn dran. Zack. Wenn ihr die Pistole habt, dann könnt ihr hier so schießen, so. Sieht es nicht chillig aus? Wenn ihr ein bisschen mehr wollt, dreht das rum und macht diesen hier. Ah. Das geht viel weiter. Guckt ihr das an? Guckt ihr das an? Guckt ihr das an? Guckt ihr das an? Guckt ihr das an, meine? Ja, dann mach halt mal. Hallo Marie. Danke dafür, für diese schöne Abkühlung. Das habe ich mir wirklich verdient. Wenn ihr auch einen Kaltwasserschlauch habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Oder kennt ihr vielleicht noch auf dem Jahrmarkt diese Clowns-Gesichter? Also wo so ein Gesicht ist mit einem offenen Mund und hinten ist ein Ballon. Du musst in den Mund reintreffen mit dem Wasserschlauch, bis der Ballon größer wird und platzt und der hat dann gewonnen. Das kannst du ja auch machen. So, jetzt go. Ja. So, nur dass hier kein Ballon platzt, sondern dass mir aus allen Nähten platzt wahrscheinlich. Ah, ich muss weg. So viel Wasser, so viel Spaß im Urlaub. Oh. Zum Glück ist die Sonne wieder da, das Gewitter ist weg, damit man den Donnerstag nochmal richtig Gas geben kann. Ich sehe gar nichts mehr, es ist einfach alles verschwommen. So, und jetzt haben wir es rausgefunden. Das ist die perfekte Location, wenn ihr hier sitzt, auf den Stühlen, am Donauufer, in der Sonne und ihr merkt, es wird zu heiß. Ihr seht ja, da hinten, da ist der Schlauch, aber der Schlauch hat uns begleitet. Der Schlauch, der reicht einfach bis hierher. Wenn Marie sagt, ah, mir ist kalt, zack, dann machst du einfach so. Wenn du sagst, mir ist kalt, machst du zack, da fliegt die Mütze weg. Und dann kannst du sagen, komm Marie, hier willst du auch mal Spaß haben? Und dann sagt die, ja, genau. Und dann erfrischst du dich einfach am Ufer der Donau. Weil da ist die Sonne am heißesten. Guck dir das doch an. Das ist die Donau, der Donauurlaub. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Hafenkneipe nochmal. Am Donau Ufer entlang, da soll der Abend enden. Und damit ihr mir glaubt, dass das hier die Donau ist, habe ich noch was für euch. So, und wenn ihr mir jetzt immer noch nicht glaubt, dass das die Donau ist, dann weiß ich auch nicht, da steht's doch. Donau. Zwei Flüsse münden hier in eins, das ist richtig genial. Da habe ich letztens übrigens Jonas mit dem Kinderwagen runtergetragen. Jetzt steht er hier, jetzt will er in die Hafenkneipe. Da bin ich gerade gestolpert. So, wir haben es geschafft, in der Hafenkneipe angekommen. Die Mücken sind wieder los, es ist so brutal, schon 30 Stück umgebracht in 5 Minuten. Jetzt ist kurz Ruhe, die kommen wieder. Heute ist eine andere Bedienung da. Wir haben jetzt aber trotzdem bestellt, guckt euch das an. Ich finde das so herrlich hier mit diesem Baum in der Mitte, den Lichterketten, wenn es abends ist und das leuchtet hier, sieht das bestimmt herrlich aus. Hier hinten habt ihr, wie gesagt, da die Donau entlang. Und ich habe gesagt, Montag war ich hier, ich hatte einen Russ, aber als Maß, also zwei Russ, ne? Und aber noch ein Geus, ne? Das möchte ich jetzt wieder. Also, was, zwei Moos, du verrückter du? Und ich gesagt, ja, deshalb, Montag, das ist Tradition. Letzter Tag muss so sein. Die ist aus allen Latschen gekippt. Letztens war eine Ältere da, die hat schon alles gesehen. Jetzt Jüngere. Was? Du verrückter Bengel, du! Also hat sie nicht gesagt, aber so ungefähr war es. Und heute, ich trau mich was, nicht nur Pommes, heute Schnitzel mit Pommes. Weil letzter Tag wird sich gegönnt. So, das Schnitzel ist jetzt da und ich bin ein bisschen verunsichert. Ich dachte am Montag, als Sandra das Schnitzel hatte, das war fast auch so. Das war das Kleine, das ist das Große. Sieht für mich fast so aus. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen höher, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hier Schnitzel, da Schnitzel. Und da Pommes, und da muss ich sagen, was hatte ich ein Glück am Montag, dass meine Pommes nochmal in einem Bierkrug serviert wurden, dass das fürs Gesamtbild einfach besser aussah. Also, ihr kriegt nicht immer das Gleiche. Montag war richtig perfekt.
das lassen wir uns jetzt schmecken und dann, ich glaube, ich mache mir heute noch einen Tee, damit ich das viele Bier irgendwie verkraften kann. So, es ist 20 Uhr. Da läuft die Premiere, die 20 Uhr Premiere in der Badewanne. Ich gönne mir noch mein zweites Effekt, Grape, Mind, Mint. Und ja, dann ist der Abend, glaube ich, schon um. Morgen wird nichts mehr geben. Ich hoffe, wir überleben die Rückfahrt. Und am besten hält man das mal irgendwie so. Dann würde ich sagen, Prost. Dass man das halt sieht, dass das. Oder nimm du mal eine Dose, du und du, danke Ramses, und dann alle zwei irgendwie so. So, ich bin raus aus der Wanne und das ist das allerletzte Mal, dass ihr den abendlichen Anblick ertragen müsst von mir und ich genießen kann, wenn ich aus dem Fenster schaue. Dann guckt euch das doch nochmal an. Das ist die Donau. Da geht die Sonne dann unter. Da ist ein Fliegengitter davor. Vielleicht sieht man es hier sogar noch besser. Weil wir haben ja hier überall Dachfenster. Wenn man hier rausgeht und schaut einmal über die Donau, wie sich das Licht auf dem Wasser spiegelt. Schön war es, richtig chillig. Immer am Fenster stehend, zu sehen, wie das da alles so vorbeischwimmt, rauscht, spiegelt. Abend immer der gleiche Anblick, wenn dort alles untergeht. Also. Und das war der Urlaub. Morgen weiß ich nicht. Sonst würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Außer morgen haben wir noch was richtig Cooles für euch. Aber das seht ihr dann morgen. So, seht ihr das? Die LKWs fahren schon wieder rückwärts die Donau entlang. Das heißt, es ist Freitag. Es ist Freitagmorgen. Wir müssen gleich zurückfahren, Sachen packen, aber einen Tee zum Abschluss möchte ich mir noch machen. Das ist Ingwer Ruhe, der gelbe Beutel, weil ruhig wird's, wenn man zu Hause ist, ruhig wird's, na eigentlich nicht, eigentlich wird's Stress und Chaos. Deswegen müssen wir uns jetzt nochmal die Ruhe im Urlaub gönnen mit Ingwer Ruhe. So, ein letztes Mal Teebeutel rausnehmen, 3 Stück, nochmal kurz reintunken, sinnlos wieder in die Schüssel. Der ist, der sieht auch grün aus, vielleicht ist er auch gelb, er ist Jalapeno, also die Mischung aus grün und gelb, aber überwiegend doch mit grün. Einmal eingefüllt Ingwer, Ruhe, Ruhe vom Ingwer, guck doch mal, sieht aus wie ein Spiegelei hier, nur andersrum. So, und jetzt natürlich noch der Geschmackstest vom Ingwer. Ja, der ist würzig. Der ist scharf, das ist was für meine Mutter, ne? Die trinkt immer gern irgendwie was mit Ingwer, muss immer sein. Oder hier Scheinux mit der Ingwer-Suppe. Also das ist der spicy Abschluss von unserer Teereise. Genial. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Sandra parkt noch das Auto. Gepäck muss noch raus. Aber ich möchte jetzt erstmal Adi begrüßen. Adi, Schatz. Ach Mann. Was? Also, ich dachte, du bist ein kleines Mädchen. Nö, erst muss ich den Adi suchen. Oh, ja, such den mal, der ist gerade. Da ist er doch. Ach, da ist er. Adi. Ist er. Guck dir den Schwanz an. Adi. Baby. Wir wollen dann zusammen runter, das Gepäck alles noch holen und machen. Und Sandra parkt noch um. Ja, da hat man natürlich jetzt nicht den Effekt, wenn man alleine kommt und vor der Tür steht und die Tür zu ist, ja. Und der Adi quietscht und jauchzt und jodelt und man dann erstmal aufschließen muss und dann kommt er angerannt. Jetzt hat man nur, ach du meine Güte, jetzt hat man nur den Effekt. Guck dir das an. So viel Haare, Adi, das hast du richtig toll gemacht. Wo bist du denn, Adi, Schatz? Adi! Adi! Bip, 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 bip! Da hab ich auch gesagt. Adi! Es fehlt noch. Da! Oh! Adi! 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 Ja! So macht er das! So macht er das! Immer hoch, immer hoch, immer hoch! So, ansonsten war's das jetzt mit dem Urlaubsvlog. Kleines Pferdchen. Pferd? Hup! Was war's jetzt mit dem Urlaubsvlog? Wir räumen jetzt ein und hoffen, ihr hattet Spaß. Der Mann von der Donauwörth von der Unterkunft hat gesagt, ich abonniere gleich mal deinen Kanal.
Also er hat gesagt, er guckt sich's mal an. Ich abonniere gleich deinen Kanal und dann gucke ich mal an, was du hier fabriziert hast, Junge. Also mal gucken, es war auf jeden Fall genial. Das ist Adi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und dann ist die Molly, kannst du auch gleich nochmal. Wo denn? Doch. Ja. Kennt die Mami sie jetzt mit ab? Molly. Also, Molly. 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 Hallo Molly. So, Molly ist auch da. Na, die haut gleich wieder, wenn es weitergeht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ach so, das ist das Muttertier. Guckst du ja, an. Ja, hallo. Die hat die Katzen in Schuss gehalten, in Stand, keine Ahnung.